Mein Lieber, die wichtigste Frage, klar, dir geht's gut, wie geht's deiner Mannschaft, deinem Verein, wie sieht's bei euch aus? Ja, meiner Mannschaft geht's gut. Da gab es jetzt auch keine Fälle oder sonst irgendwas. Also wir sind ja immer im Austausch mit der Mannschaft und die sind Gott sei Dank alle auch soweit gesund. Wie kann ich mir das vorstellen? Also natürlich auch mit Spielern, die den Verein verlassen. Das ist ja alles nicht so einfach. Wie handhabst du das? Ja, also ich versuche mich da ehrlich gesagt nicht verrückt zu machen, so ein bisschen, weil kriegt das ja auch selber mit. So, natürlich muss man das Thema ernst nehmen und sich auch Gedanken machen, aber ich lebe eigentlich so ein bisschen, geschweige dem Motto, was du nicht ändern kannst, man muss halt zusehen, wie du damit zurechtkommst und wie du die, in erster Linie zählt für mich meine Mannschaft, dass die bei Laune gehalten werden, dass der Zusammenhalt eben weiterhin stimmt, dass jeder auch, dass da der Kontakt nicht abbricht, so. Das ist für mich auf jeden Fall sehr wichtig, dass sie ja nicht allzu übergewichtig wieder zurückkommen, dass sie da schön bei dem Cybertraining etc. dann auch mitmachen. Ja, also viel mehr, glaube ich, weiß ich nicht. Ich bin nicht, ehrlich gesagt, nicht der Fan jetzt davon, um irgendwas mutzumaßen oder, weiß nicht, irgendwelche Theorien Spekulieren. aufzustellen. Genau, es bringt halt alles nichts. Egal, was ich jetzt irgendwie interpretieren würde oder irgendwas sagen würde, ändern kann ich es eh nicht. Wir müssen halt abwarten, wann das Ganze halt vorbei ist. Das ist, glaube ich, das, was in erster Linie zählt, dass wir alle relativ gesund bleiben. Und dann wird man halt sehen, dass wir unserem Hobby halt wieder nachgehen können, halt so, ne? Wie hart trifft euch quasi oder dich als Manager aus Etatplanungssicht etc. aktuell diese Krise? Und dann die zweite Frage, wie setzt sich so ein Etat der Liga zusammen und inwieweit kannst du da auch planen? Kann ich dir relativ simpel beantworten. Ich hatte das auch schon ein, zweimal bei Fussi-Freunden und nee, bei Niklas hatte ich das erwähnt, das erste Mal. Und danach noch bei Jan Knötsch. Uns trifft die Krise tatsächlich gar nicht. Also wir handhaben das alles so ein bisschen anders oder noch nicht, ja. Aber wir sind da wirklich, wir haben da mehrere kleine Sponsoren auch. Wir machen das allerdings, handhaben das alles so ein bisschen anders als ich will nicht sagen alle Vereine aus der Oberliga, aber ich glaube so 90% der Oberliga. Und gerade mit den Geldern an die Spieler etc. Also wir gehen da einen komplett anderen Weg. Und deswegen, aber ich bin auch froh, dass wir diesen Weg auch beibehalten haben, nicht so den ganz großen Kommerz mitgegangen sind oder auch überhaupt den Weg gesucht haben oder ähnliches. Und deshalb trifft uns die Krise tatsächlich finanziell wirklich fast gar nicht. Also kann man sagen, die Sponsoren, zumindest Stand jetzt, halten euch die Ja. Stange. Wie seid ihr da aufgestellt? Habt ihr da mehrere große? Habt ihr da ein paar kleine? Habt ihr einen großen? Wie ist das? Es gab tatsächlich so ein, zweimal gab es große Sponsoren, die einsteigen wollten, aber das wäre gegen allem, was in Osdorf passiert. Also das wollen wir auch gar nicht. Also das würde ich auch selber so nicht unbedingt zulassen, dass da ein Großsponsor einsteigt und da mitreden will und auf einmal irgendwelche Hierarchien ändernd oder weiß nicht, der auf einmal die Idee hat, wir müssen Meister werden oder sonst irgendwas. So, oder der jetzt ankommt und mir sagen möchte, welchen Spieler ich holen soll oder solche Geschichten, das wird es zumindest in meiner Amtszeit in Osdorf nicht geben. Hattest du denn jemanden, der für dich sowas wie ein Mentor war oder jemanden, von dem du viel gelernt hast? Jetzt ist es natürlich so, klar, in Deutschland, wir sind ein Verein, da gibt es immer einen Vorstand, ein Präsidium. Wie war das bei dir, bei euch? Jetzt ist es natürlich so, das ist ja schon was Besonderes, mit so jungen Jahren in so ein Amt gehoben zu werden. Ja. Wie war das? Also, wer war da so dein Sparringspartner? Also, ich habe den Posten übernommen und ein halbes Jahr später hat hat unser Trainer dann aufgehört, Sven Rasmus.
Das heißt, wir hatten noch Bernd Rasmus, der wollte aber nicht als Chefcoach weitermachen. Ja, dann stand ich da mit meinen 24 Jahren und musste jetzt für eine Bezirksligamannschaft quasi einen Chefcoach holen. Und ja, habe dann halt eben rumgefragt. Und einer von den Leuten, ich kann die Namen gerne nennen, einer war Severin Malik, den ich aus früherer Zeit kannte, als ich Schiedsrichter war und er Manager bei TuS Hamburg. Bert Ehm hatte ich einen Draht zu, weil ich mit seinem Azubi zusammen gelernt habe. Dann Tommy Schrieber, wird dir auch noch was sagen? Klar. Tommy Schrieber, genau, das waren so. Ich weiß, sehr exotisch von dem Zeugwart zu Bernd Ehm etc. Aber das waren tatsächlich so die ersten, glaube ich, die ich nach Rat gefragt habe, so tatsächlich. Und dann hat sich das Ganze aber so peu à peu ergeben. Ich habe aber auch viel, das habe ich aber schon immer gemacht. Ich habe die Mannschaft immer mit einbezogen. Also transparent. Immer die wichtigsten Personen, so die mir nahestehen. Ja. Da habe ich eigentlich immer so ein bisschen nach Rat gefragt und immer aus der Mannschaft versucht rauszuhören, was der Mannschaft gut tun könnte. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.